Hallo, hier ist wieder eure Ela. Ich mache heute Apfelbirnensaft. Dazu muss ich mir natürlich erstmal das Obst aus meinem Obstgarten sammeln oder pflücken. Hier oben seht ihr, ist nicht mehr so viel dran an den Bäumen. Das macht nichts, denn für den Saft kann man ganz gut auch das Fallobst nutzen. Ich werde jetzt erstmal fleißig sammeln. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns nachher in meiner Küche wieder. Bis dann! So, ich habe jetzt ungefähr 10 Kilo Äpfel gesammelt und ich werde die jetzt einfach mal grob zerkleinern. Nur kurz waschen vorher. Ich habe die einmal abgespült, aber ich wasche die nochmal eben hier in die Schale. Und ja, also für den Saft im Entsafter braucht man die weder zu entkernen noch irgendwelche Stiele oder so wegschneiden. Das kann man einfach so rein machen. Und ich mache Birnen noch mit dazu. Ich habe zwar nicht so viele mehr gehabt am Baum, aber ich mag das einfach lieber, weil so puren Apfelsaft mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Obwohl der selbstgemachte schmeckt sowieso viel, viel besser. Ja, das hier ist ja das Sieb, ne, das kennt ihr ja schon, von dem Holunderbeerensaft, den ich gemacht habe. Und das mache ich jetzt einfach voll. Wenn man das ein bisschen klein schneidet, dann passt einfach mehr rein. Ich kann aber auch natürlich immer was nachgeben. Wenn das dann einreduziert ist und der erste Saft quasi fertig ist, kann ich immer noch Äpfel einfach nachgeben. Ja, das Sieb ist voll. Jetzt gehen wir in die Küche und dann lassen wir es kochen. Einkochen. So, das Wasser, das kocht gleich. Oder ist schon am Kochen. Ich kann die Äpfel jetzt draufsetzen. Dazu tue ich das Sieb einfach hier in den Topf rein. Ja, der kommt dann oben drauf. So. Deckel drauf, richtig zumachen. Und dann kommt hier noch der Ablasshahn drauf. Der muss richtig fest da drüber. Muss ich auch gucken, dass das richtig. So, da drin. Ganz wichtig natürlich hier die Klemme noch.
Sonst läuft uns die ganze Suppe auf den Boden. Das wollen wir ja nicht. So, das war schon. Den Rest macht dieser tolle Topf ganz alleine. Hallo, ich bin's wieder. Jetzt sind 4 Tage rum. Der Apfelsaft konnte gut in der Flasche noch mal ein bisschen nachreifen. Und heute werde ich mal probieren, wie er schmeckt. Ja. Also, der ist von der Konsistenz her natürlich viel dickflüssiger als der gekaufte Saft aus dem Supermarkt. Und auch die Farbe ist ein bisschen anders. Ist ja auch eine reine Natur, also ohne irgendwelche Konservierungsstoffe oder nochmal extra Farbstoffe, da ist kein zusätzliches Wasser drin, da ist kein zusätzlicher Zucker drin. Das ist Natur pur. Prost. Schmeckt lecker. Eine leichte Säure hat er. Sehr, sehr gut, wirklich. Wobei, ich würde den dann nicht so pur trinken, sondern mit Mineralwasser vermischt. Was man auch gut damit machen kann, einfach ein Gelee kann man noch daraus machen. Und was ich als nächstes, also was ich auf jeden Fall machen werde, und das werde ich auch nochmal reinstellen, ist ein Apfelbirnenschnaps. Da habe ich ein ganz einfaches Rezept. Schmeckt bestimmt, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe das schon mal mit Rhabarbersaft gemacht, das war auch sehr lecker. Und ich werde das mal mit diesem Saft hier machen, werde ich einen ganz tollen Schnaps mal herzaubern. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt aus ungefähr 10 Kilo Äpfel und Birnen, habe ich 5 Liter Saft rausbekommen. Ja. Ist eine ganz gute Ausbeute, oder? Finde ich schon. Okay, also wir sehen uns dann, wenn ich den Schnaps mache. Tschüss, eure Ella.